So, hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zurück bei dem Ort, wo die ganze Magie stattfindet. Und zwar bei Let's Play Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Bei mir ist der Mör. Harry, Lust auf ein Geschäft? Dringlichen Gesellen und immer noch hier in Hogwarts, wo jetzt die Hauspunktevergebung an... Nee, Moment. Doch, die Hauspunktevergebung, sowas ähnliches, mir fällt gerade das richtige Wort nicht ein, stattfindet. Aber bevor das passiert, versuche ich, wie im letzten Part angekündigt, den musste ich mir eben sogar nochmal anziehen, ja, so eine Mischung aus reinziehen und anschauen. Hast du Lust auf einen Handel? Ich bin jetzt wieder so perplex, das ist schon wieder so lange her wie immer. Und da vergisst man schon leicht, was man vorhatte. Und zwar habe ich mir nochmal angeschaut, den letzten Part, und habe mitbekommen, dass wir da hinten die Hauspunktevergabe haben. Und ich versuche jetzt, wie damals auch angekündigt, meine Hauspunkte im Nachhinein noch ein wenig zu pushen, sodass ich diesmal, im Gegensatz zum letzten Mal, was wirklich blamabel war, ja, wenigstens mal gewinnen würde. So, das heißt, wir machen jetzt unsere Zauberduelle weiter bis Platz 1. Und das wird ja eine Sache sein, die jetzt mir nicht so schwer fallen wird, hoffe ich. So, junge Dame, ich fordere Sie zum Duell mit einem Federhandschuh. 50 Bohnen sind im Topf und wir holen doch mal 100 raus. Huah. Verbeugen. Jetzt. Heute hast du die Ehre, gegen Slytherin anzutreten. Jetzt kommt wieder Snape mit seinen nervigen Kommentaren, da kann ich wohl nichts gegen machen. Aber wir können zumindest unsere alte Lame-Taktik. Weißt du, den Zauber muss ich immer noch nicht. Mimblewimble zu countern ist einfach Verschwendung meiner Zeit. Expelliarmus! Mach das doch nicht so einfach! Schlag zurück! Expelliarmus! Du weißt, dass du nervst, ne? So, ich will den roten Zauber. Gib mir den roten Zauber der Magie. Los, triff mich! Expelliarmus! 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 Slytherin ist unberechtigterweise getroffen worden. Ja, eigentlich kann sie nicht unberechtigterweise getroffen werden, sondern nur, weil ich ein episches Tennisduell mit dir hatte. Expelliarmus! 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 Eigentlich nur, weil ich gerade Spaß dran habe, weil, wie gesagt, Expelliarmus braucht man einfach nicht. Expelliarmus! 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 Harry Potter hat Slytherin besiegt! Wie enttäuschend! Wie geil! Wie geil! 100 Bohnen auf unser Konto! Und ich glaube auch ein paar Hauspunkte, oder nicht? Kriegt man... Man kriegt da keine Hauspunkte, ne? Das ist definitiv ein Fehler in meinem System. Oh mein Gott, wie viele Leute mich schon dafür gehasst haben werden in den letzten Parts. Ich weiß ja, dass ihr alle dieses Spiel besser kennt als ich, um einiges. Zumindest bessere Erinnerungen habt. Ich kannte das Spiel ja auch mal gut. Und wahrscheinlich mir schon die Ohren in den Kommentaren abgerissen habt dafür, dass ich nicht Punkte kriegen kann. Naja, machen wir das jetzt noch weiter. Komm, wir gehen jetzt mal zum ersten Platz. Kann nicht schaden. Vielleicht kriegen wir dafür ja Hauspunkte. Ich weiß es nicht mehr. Aber hier können wir eigentlich nichts, oder? Nee. Gut, weiter geht's. Jo, 70 im Behältnis. Das sind, nach mathematischen Hochkünsten, ist die Hälfte von 70 35. Das heißt, ne? Ist eine Menge drin. Ja, wobei, ich muss ja das Doppelte rechnen. Darf ich dir jetzt deinen nächsten Gegner präsentieren? Ja, bitte. Es ist Ravenclaw. Oh, ich finde das so geil. Ich mag diese Karte einfach. Was heißt diese Karte? Diese Modifikation der Karte, weil es jetzt wird es zwar nicht schwierig, aber lustiger einfach, weil... Jetzt muss man schon ein bisschen das Momentum treffen, um wirklich dem Gegner Schaden zu geben, aber wirklich so taktisch ist es immer noch nicht. Wie habe ich den denn jetzt getroffen? Ja, komm. Der arme Potter scheint nicht mehr viel Kraft zu haben. Mach weiter so, Ravenclaw. Was zur Hölle? Übrigens merkt man natürlich jetzt auch dadurch, dass man viele Karten eingesammelt hat. Wenn du hat, auf dich alleine gestellt bist, kommst du wohl nicht so gut klar, was, Potter? Ja, ich fail gerade ein bisschen, weil ich am Reden bin. Ja, das Leben, was man einsammelt, hilft einem natürlich schon uns gemein, weil mehr Leben heißt mehr Leben. Na, ich gehe, glaube ich, gleich zum Angriff über. Das ist mir zu langweilig. Ha, ja. Du kriegst jetzt einen Kugelhagel. Warte, ich... Ja, komm. Ah, beinahe. Oh, wieder einfach automatisch zurückgekommen ist. Na, beinahe. Okay, im Angriff bin ich auch nicht viel schneller, aber ich habe das nie als Angriff... Wow. Ja. Wow, was habe ich denn jetzt gemacht? Das war abgefahren. Na? Komm. Du bist langweilig, weißt du das, Typi? Expelliarmus! Expelliarmus! Komm, mach mal. Expelliarmus! Oh, das war beinahe ins Auge gegangen. Ist halt echt langweilig, kann man nicht mehr sagen. Ravenclaw muss ganz schön einstecken. Ja, was anderes will ich auch nicht meinen. Oh. Ha, ja. Ey, mein... Wieso funktioniert das nicht mehr? Moment, ich... So, okay. Ich sollte aufhören... Expelliarmus! Okay. Hey! Okay, das war jetzt gemein.
Ich verkack's schon ein bisschen, oder? Sag mal, macht der Blaue jetzt eigentlich auch Schaden? Mr. Wimble! Der Blaue macht sogar... Moment, ich probier's mal aus. Wimble. Komm. Mr. Ravenclaw hat einen schweren Rückschlag nicht, erlitten. Egal. So, kommst du jetzt mal. Mach ihn. Komm hier. Boah, der war beinahe... Ich wurde gerade von dem Teil weggeschoben. Wow. Oh Mann, ich bin gerade so schlecht. Ihr werdet mir alle den Kopf abreißen. Expelliarmus. Ja. Okay, der war gar nicht mal so übel. Jetzt schieben wir das. Ah, ich versuche den gerade ein bisschen hier Tetris-mäßig. Okay, das ist schon bescheuert. Bescheuert ist das. Expelliarmus. Komm, mach mal einen roten. Expelliarmus. Oh, jetzt trefft ihn doch mal. Mann, ich verzweifle hier. Expelliarmus! Ja. Komm schon! Expelliarmus! Oh. Jawohl, der hat getroffen, aber der macht halt keinen Schaden, der Blaue. Komm, ein roter. Expelliarmus! Ravenclaw! Was? Gewinnt! Oh Mann! Ja. Ja. Auf ein neues, meine Freunde. Da habe ich ja nicht nur unnötig Boden verloren, sondern habe auch meinem Haus Schande gebracht. Und vor allem mein Let's Play. Und ich habe euch enttäuscht. Wie kann ich denn sowas verantworten? Darf so, ich jetzt. Dir jetzt deine nächsten Gegner das präsentieren? Es ist Ravenclaw. Okay, diesmal versuche ich das hier eiskalt runterzuspielen. Ravenclaw muss ganz schön einstecken. Und keinerlei Faxen zu machen. Und ich muss auch einfach mal sagen, ich nehme das hier gar nicht der so ernst. Der arme Potter leider. Scheint nicht mehr viel Kraft zu haben. Na ja. Ah, oh, beinahe, der war gar nicht so schlecht. Na, komm. Oh, der war knapp. So, wir machen das jetzt hier mal ganz professionell. Pro-Gamer in Harry Potter oder so, ne? Ravenclaw hat einen schweren Rückschlag erlitten. Okay, das ist jetzt Maximum Aufladung. Ja. Wie kann ich denn so schnell switchen? Ich meine, ich könnte das eventuell auch, aber... Seht ihr, was ich meine? Er switcht das so übertrieben schnell. Die Gegner-KI ist voll unfair. Nicht, dass ich jetzt mich beschweren würde, dass das Spiel viel zu schwer ist, aber es geht einfach nur generell um den Tatbestand. Sag mal. Pass auf, dass dir das nicht zu Kopf steigt, Potter. Ihr seht, was ich versuche. Ich versuche den immer so ein bisschen da reinzuholen. Oh, das sah lustig aus. Ja, komm. Ah, beinahe. Jawohl. Hey! Wie ich ihn einfach bombardiere, so. Zack und zack und zack und... Na, der hat nicht gesessen, ich denke aber vielleicht. Ah, der war gar nicht schlecht. Ja. Der war nicht schlecht. Sag mal, wieso mache ich ihm denn jetzt eigentlich keinen Schaden mehr? Komm. Den habe ich. Ich habe bis jetzt noch keinen Schadenspunkt verloren. So langsam geht's voran. Zack. Übrigens führe ich mit diesem... Ah, ja, HP-Dialog. Das ist meine Belohnung, auf die ich die ganze Zeit schon gewartet habe. Extra Boden. Na, danke. Hat sich das jetzt groß rentiert? Wahrscheinlich nicht, aber wir sind immerhin, glaube ich, schon mal unter den ersten vier. Kann das sein? Bin mir nicht mehr ganz sicher. Was ich sagen wollte, ist, dass ab diesem Part versuche ich eine 20-Minuten-Limitierung einzuführen, dass so immer 20-Minuten-Parts kommen. So als Art neue Qualitätsstandard. Das ist übrigens gerade, wo ich das aufnehme, der 2. November 2011. Also wahrscheinlich ganz schön spät, ganz schön lange her wird es wahrscheinlich sein, wenn ich das hochgeladen habe für euch. Aber egal, so, wir sind unter den ersten vier. Ich bin so cool, ich habe ein Ausrufezeichen hinter Namen. Geil! So. Ah, komm, hier die nächste. Ist schon wieder eine Slytherin. Jetzt geht's aber ab hier. Die Elite-Klasse von Hogwarts. Ah, das schimpft sich hier die Snobs. So. Was ist jetzt hier in dieser Ebene irgendwie anders? Heute hast du die Ehre, gegen Slytherin anzukommen. Weiß gar nicht, was jetzt... Ah, okay, die bewegen sich jetzt... Achso, ja, die gehen jetzt nicht mehr übereinander. Man hat jetzt quasi noch einen kleineren Reaktionsraum, wenn man so möchte. Die scheint mir hier ihre Deckung zu vernachlässigen. Na komm her, komm. Hier, komm. Mama nicht so schmand und, ja. Das hasse ich. Die switchen so schnell durch. Ich meine, ich könnte das auch. Guck. Ja. Ich glaube, du hast ihn betäubt. Was? Gute Leistung. Zur Hölle? Die hat mir eben eine Doppel... Okay, ich sag nie wieder, ich könnte das. Oh, okay. Ich habe eben gerade behauptet, ich könnte es und habe dann einfach mal einen Doppelschuss kassiert. Mach es Potter doch nicht so einfach! Schlag zurück!
Snape, du bist ein ganz schöner, wie nennt man sowas, ein Choleriker? Ja, ein Choleriker ist, glaube ich, richtig. So, und jetzt funktioniert auch wieder der Trick 17. Und zwar, wenn man nach rechts geht, gehen die normalerweise auch nach links. Das heißt, mein Movement, sag ich mal im Englischen, bezieht sich darauf, nach rechts zu gehen in dem Moment, wenn ich losschieße, weil sie dann normalerweise nach links gehen sollte. Das ist zumindest, ja, es funktioniert, aber sie sind mittlerweile intelligent genug, glaube ich, um dem auszuweichen. Das heißt, ich sollte nicht zu weit... So, da hast du einen Glückstreffer gelandet, was, Potter? Ach, der war gar nicht so schlecht. Oh Gott, ich sollte jetzt mit dem Zurückschleudern aufpassen. Das hatte ich jetzt schon ein paar Mal. Harry Potter hat Slytherin besiegt. Wie enttäuschend. Ach, Snape, du wiederholst dich auch überhaupt nicht. Aber egal, was du sagst, ich werde immer triumphieren und dich an deine Niederlage erinnern. Denn Harry ist nun der Drittplatzierte der Zauberduelle. Das hat doch was. Und das, wenn ich jetzt den Erstplatzierten besiegt habe, dann bin ich auch für immer während meiner Spielzeit, also während dieses Speicherstandes, Platz 1. Das heißt so viel wie, ich muss nie wieder Zauberduelle machen. Und das finde ich doch ganz toll. Wir müssen noch zwei Leute besiegen und das werden wir jetzt auch noch auf jeden Fall angehen. Da spare ich jetzt mal keine Kosten, Mühen und vor allen Dingen auch keine Zeit, dass wir das auch noch hinter uns bringen. 100%, wie gesagt, werde ich wahrscheinlich nicht vollbringen, aber zumindest das, was ich machen kann, mache ich auch. Harry, ne? Du trittst jetzt gegen ein Mitglied aus deinem Team an. Aber erwarte nicht, dass der Kampf deshalb leichter wird. Okay, das ist jetzt interessant. Jetzt wird's lustig. Jetzt gehen die Dinger hoch und runter. Das finde ich ganz schön gemacht übrigens von dem Spiel, dass es wenigstens ein wenig Abwechslung in diese doch recht abwechslungsreichen Kämpfe reinbringt. Ich meine, es ist immer noch ein Kinderspiel an sich. Nicht schon wieder ein Treffer von Electronic Arts, muss man überlegen. Die machen heutzutage Battlefield 3 und verkacken es komplett mit Spyware Origin, was natürlich auch super ist. Damals haben sie noch freundliche Kinderspiele gemacht. So ist... Naja. Früher war EA geldgeil, mittlerweile sind sie einfach nur noch Spastiker. Muss man einfach mal so dreist formulieren. Es tut mir leid, normalerweise bin ich ja nicht dafür bekannt, ständig rumzufluchen. Aber bei Electronic Arts, ich meine, das Problem ist, jetzt mal ganz oft zu Talk gesagt, wie gesagt, es ist der 2. November gerade. Mass Effect 3, ihr kennt mich als Mass Effect Fanatiker, wird Origin exklusiv sein. Ich meine, ich habe den Vorteil, dass ich die anderen Teile auf der Xbox 360 gespielt habe und als solches sowieso den 3. für die Xbox vorbestellt habe. Aber ich meine, alle anderen Leute müssen Origin benutzen und ich meine, das arme Spiel, das hat es einfach nicht verdient. So, stirbst du jetzt mal? Habe ich eben durch die durchgeschossen? Ja. Toll. Wie ich einfach nur noch spamme. Das macht aber Spaß, muss ich sagen. Na? Jawohl. Wow, das war eine Reaktionszeit. Harry hat einen anderen Gryffindor geschlagen. Wie unloyal. Ach, der gute Snape. Dem kann man es nie recht machen. Hauptsache, er kann auf mich drauf schimpfen. Dann ist er zufrieden. Wow, unser Bodenkonto. Ja, Harry, mach die epische Siegerpose. Ja. Na, noch nicht. Noch guckt Harry nur blöd. Und jetzt, oh, der ist ja verlegen, der arme Kerl. Sachen gibt's. Harry, du bist doch hier der Superstar. So, wen dürfen wir denn als Erstplatzierten besiegen? Eric Cartman aus South Park. Der hat auch seinen Platz hier in der Harry Potter... Oh Gott, ich wollte gerade Trilogie sagen. Wie viele Harry Potter Teile gibt es? 7 oder 8? Keine Ahnung, ist uns jetzt nicht so wichtig. Ach, ein Slytherin. Und er hat so eine arrogante Augenbraue. Du gefällst mir. Dir werde ich in den Arsch treten, aber richtig. Gibst mir sogar 400 Bohnen. Oh, das ist jetzt natürlich der Hardcore-Arena, muss man einfach mal so sagen. Jetzt geht die Party heute aber ordentlich ab. Heute hast du die Ehre, gegen Slytherin anzutreten. Weil jetzt kann man einfach, jetzt hat man einfach keinen Spielraum mehr, muss man einfach so sagen. Ich meine, da ist halt, wie sagt man so schön im Fußball, da passt kein Blatt mehr dazwischen. Und genau so sieht es dann auch im Endeffekt aus. Aber ich bin der stärkere Duellant. Du wirst niemals. Hier, wie heißt das? Wie heißt der Zauberspruch? Nicht gut so, der andere. Mit dem man jemanden umbringen kann. Oh Mann, ich hasse Harry Potter. Ehrlich gesagt, kenne ich mich viel zu wenig mit dem Universum auf, um irgendwelche hier Sprüche loszulassen, die man kennen sollte. Ich kenne nur Wingardium Leviosa und Rictus Sempra, aber nur, weil es mir ständig ins Ohr geschrien wird. Na? Ja. Okay, das sah cool aus. Ich spack einfach mit der Tastatur ab. Und es klappt sogar teilweise. Ja. Das sieht verdammt cool aus. Angriff macht deutlich mehr Spaß als Abwehr. Ist aber halt riskanter, weil... Ah, beinahe. Boah, wie schnell er halt abwehrt. Ist halt gruselig. Mach es Potter doch nicht so einfach! Jawohl. Schlag zurück! Das war wieder super schnell. Slytherin ist unberechtigterweise getroffen worden. Kann eigentlich ein Schuss unberechtigterweise getroffen sein? Erklär mir das mal schnell. Wenn ich jemanden treffe, dann ist er nun mal getroffen. Das kann man nicht irgendwie faken oder schummeln. Das ist halt so.
So, und jetzt, mein Zauber macht halt keinen Schaden mehr. Frag mich nicht, warum. Ja. Nein, da bin ich voll reingelaufen. Verdammt. Oh Gott, wie ich geschrien habe. Ey, richtige Emotionen hier. Eiskaltes Finale gegen Eric. Komm her. Ergebe dich deinem Schicksal. Okay, ich gehe jetzt mal in die Defensive. Ich bin ein guter Spieler. Ich gehe auch in die Defensive, weil, wenn ich Zeit dafür ist. Expelliarmus! Expelliarmus! Harry Potter hat Slytherin besiegt. So geht das. Das war der finale Schlag. Enttäuschend. Und wir sind damit endgültig Erstplatzierter der Duellrangliste. Harry Potter, der Meister des Seins einfach. Ich meine, wir sind nicht berühmt genug. Wir sind wie Bono im realen Leben. Wir haben noch nicht genug. Wir wollen jeden Preis haben. Ansonsten, naja, ne? Niemals zufrieden sein mit dem Leben. So, hier nochmal in Stein gemeißelt für alle. Harry. Wow, geil. Oh, ich hab einen Heiltrank getrunken. Egal, ich hab genug. So, gehen wir doch mal durch die Reihe. Dich habe ich besiegt. Dich habe ich besiegt. Dich habe ich besiegt. Dich habe ich besiegt. Lass mich raten. Dich habe ich auch besiegt. Dich, 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 dich. Und dir habe ich in den Arsch getreten. Danke für euer Boon. Danke für die gewonnenen Spiele. Und macht's gut, ihr Flaschen. So. Da rennt doch gleich einer panisch rum. Oh, ist das Harry Potter? Was hat der eigentlich anzubieten? Komm, wir reden mal mit ihm. Was verkaufst du denn? Ich habe mega Power-Rinde. Riech nur, wie sie duftet. Nein. Du hast das Geschäft deines Lebens verpasst, aber du musst es ja wissen. Ja, ich glaube, damit kann ich leben. Quotenschwarzer Junge. Okay, das war ein sehr unnötiger Spruch, aber ich dachte mir mal, wenn ich schon die Möglichkeit dazu habe, kann ich sie auch mal bringen. Ab und an mal ein wenig niveaulose Witze sind doch ganz nett. So, wenn wir jetzt schon draußen sind, können wir auch gleich hier die ganzen Geheimnisse nochmal abdecken, die ich hier vergessen habe. Ich wollte eigentlich nur... Oh. Hey, wo musst du denn hin? Wieso ist hier in der Lasto? Gibt's dafür irgendeine Berechtigung? Jetzt bin ich aber gespannt. Ich habe eine Vermutung. Wir machen jetzt einfach mal was. Wir machen jetzt ein bisschen herausfinden und probieren mit Mr. Mör. Und zwar erstmal holen wir uns die Karte hier rum. Die ist ja relativ... Wie konnte ich nur da hochkommen? Wow, Problem gelöst. Gucken wir uns die Karte gleich mal an. Wir haben hier Jucundus Geist. Die erste Person, die den Atlantik auf einem Besen überquerte. Klingt spannend. Cool Story, Bro. So, hier gucken wir jetzt mal. Hast du Lust auf einen Handel? Was hast du denn anzubieten? Wir haben gerade viel. Was verkaufst du denn? Ich habe Mega-Power-Rinde. Allerbester Qualität und ohne Borkenkäfer. Ach, man kriegt hier ja in der Häufigkeit... Du musst es wissen, Harry. Mega-Borkenrinde wie auf einem amerikanischen College Marihuana. Habe ich so ein bisschen das Gefühl. Spricht ja nichts gegen, aber ich wollte es nur mal angemerkt haben. Schlechte Witze. Aber gut, für schlechte Witze bin ich ja mittlerweile, glaube ich, echt bekannt für. Das ist so ein bisschen ein Markenzeichen, dass ich ohne Pause schlechte Witze mache. Hast du Lust auf einen Handel? Ich habe doch eben erst mit dir geredet, Fräulein. Es sollte doch klar sein, dass ich jetzt gerade nicht das Interesse danach habe zu handeln. Aber wie dem auch sei, soll ich hier mal aufmachen, weil ich habe nämlich eine Vermutung. Die werde ich jetzt nochmal frönen und schauen, ob ich tatsächlich, wenn ich sage tatsächlich, meine ich tatsächlich, hier etwas finden werde, wenn ich jetzt hochspringe. Das könnte mal eine Vermutung sein, weil ich meine... Nein. Hier oben ist einfach nichts. Kann mir jeder sagen, was er will. Hier oben ist einfach nichts. Toll. Was ein Schwachsinn. Hast du Lust auf einen Handel? Was hast du denn anzubieten? Was verkaufst du denn? Ich habe eine silberne Bildkarte. Sie färbt garantiert nicht ab. Silberne Karten sind sofort gekauft. Wir haben 1500, da schaden die 200 auch nicht. Jawohl. Danke. Kann ich noch eine kaufen? Okay. Ja. Ja, noch eine. Scheiß auf Quidditch. Wir kaufen noch eine. Silberne Karten. Noch was. Noch eine. Oh, komm, hast du noch eine? Vielen Dank, Harry. Wir wissen dein Vertrauen zu schätzen. Oh mein Gott. Ich habe momentan Gott. Nichts zu verkaufen. Komm später nochmal vorbei, dann ist mein Lager sicher wieder das voll. Das hier ist die silberne Kartendealerin, definitiv. Da liegt der ganze Shit und... Wow! Das hat was, oder? Das war doch mal cool. Und wir haben fast den dritten Schlüssel. So, dann gehen wir so mal durch. Es waren fünf Stück. Fünf Stück habe ich gekauft, mein lieber Mann. Der sieht cool aus. Felix Summerbee, Erfinder des Aufmunterungszauber.
Nennt sich Drogen. Sehr schön. Uns fehlen übrigens nur noch 9 bronzene Karten. Wir lernen es echt dem Ende des Spiels.